Die CDU kümmert sich ja auch viel um Rentner. Kann man sagen, die CDU ist eigentlich keine Partei für Erstwähler, sondern eher für Letztwähler? Wie immer, kurz vor der Wahl versucht sich die Politik würdelos an die Jugendlichen ranzuschmeißen. Mal sehen, wie viel die Politiker wirklich von den Jugendlichen wissen. Yo, Kids, let's check it out. Yo! Können Sie vielleicht mal ein Ziel Ihrer Partei in einem Satz nennen? Ich übersetze das dann für die Jugendlichen. Wieso brauche ich da eine Übersetzung? Ich mache das. Überrascht mich jetzt ein bisschen. Ja, wir wollen, dass Europa sich nur um die Dinge konzentriert, die wirklich in Europa gelöst werden müssen und sich nicht um jeden Kram vor Ort einmischen. Alles klar. Ich übersetze das mal für die Jugendlichen. Da bin ich ja gespannt. Jetzt. Hey Kids, die CSU ist nichts für euch. Nee, die CSU ist super cool, Kids. Hey cool, Kids. Ist nichts für euch, Kids. Nee, super cool. Ist nicht cool. Wir wollen mal schauen, ob Sie die coolen Abkürzungen der Kids kennen. Wissen Sie, was LOL bedeutet? LOL? Yes. Liebe ohne Liebhaber? Nee, Liebe ohne Liebhaber, richtig? Ja, lass Otto laufen. Richtig. Man macht heutzutage immer Selfies. Darf ich Sie umarmen für Selfie? Sie können also die Brille auch anlassen. Ich finde sie auch so Mir ist gerade so heiß. Ehrlich? Ja. Haben Sie sich als 18-Jähriger schon für Politik interessiert? Ja. Hatten Sie denn gar keine Freunde? Oder was ist das nicht gelaufen? Ich bin familiär vorbelastet. Ah. Herr McAllister, was hätten Sie denn gewählt, wenn Sie jemals jung gewesen wären? Ich habe seit meiner frühesten Jugend immer CDU gewählt. Ehrlich, schon als Jugendlicher? Ja, weil ich die Partei gut finde, habe ich mich sehr frühzeitig bewusst für die CDU entschieden. Krass. Eine Frage, die vor allem unsere jungen Zuschauer interessiert. Sind Sie für mehr oder für weniger Pornografie im Internet? Für gar keinen. Es dürfte für viele interessant sein, dass Sie dagegen sind. Ja, ich weiß. Rofel. Das sind alles diese Begrifflichkeiten aus der Twitter-Sprache, ja, würde ich behaupten. Und also ich spreche gerne Französisch, Englisch, Rofel. Deutsch. Rofel. Würden Sie gerne noch mal jung sein und dann die richtige Partei wählen? Klasse. Ja. Die CDU kümmert sich ja auch viel um Rentner. Kann man sagen, die CDU ist eigentlich keine Partei für Erstwähler, sondern eher für Letztwähler? Die Rentner in Deutschland haben viel für unser Land geleistet und deshalb sollte man sich über die auch nicht lustig machen, im Gegensatz zu ihnen. Okay, dann lasse ich das jetzt bleiben. Und jetzt der Letzte, der ist eigentlich am kniffligsten, obwohl vielleicht kennen Sie den auch. Der Schweinkram, da sage ich jetzt nichts dazu. Milf? Mhm. Ja gut, das kenne ich natürlich, klar. Kampfkollektion im Lager der Feministen? Nee, geht nicht. Kommt hin, ist auch richtig. Ja, damit sind doch alle Fragen geklärt. Nur eine Frage bleibt noch offen. Was bedeutet eigentlich MILF? Ja, und ich denke, das ZDF ist cool genug, dass ich das einfach mal sagen kann. MILF bedeutet natürlich Mothers I'd Like to Fuck. Mann, bin ich lustig. Und auch echt schlagfertig, ne? Bin ich auch.